lokaler Menschen eindringt. Hallo, Herr Osman. Was ist los in Ihrem Haus hier? Die Leute beschweren sich über Sie. Wie kommt das? Können Sie reden? Sie sind doch sonst relativ lautstark, wenn es darum geht, die Mitmieter und die Miteigentümer zu beschimpfen. Dabei ist Herr Osman nicht sicherigen Clanmitglied. Die Vermieterin Ihrer Wohnung ist ja gleichzeitig die Mutter Ihres Kindes. Ist das eigentlich Clangeld, was Sie da irgendwie untergebracht haben? Gibt da so Gerüchte. Nach 3 Stunden ist alles vorbei. Kaum ist der letzte Ermittler weg, kommt auch Abdulkadir Osman raus und zeigt Präsenz. Wie geht's? Wie war's heute Morgen? Herr Osman, können Sie verstehen, dass die Polizei bei Ihnen rein ist? Die Polizei äußert sich dann doch noch zum Einsatz. Und auch Osman wird sich beteiligen. In dem Haus hinter uns kommt es gehäuft zu Straftaten, Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Im Zuge dessen ist auch zu Beleidigungen, Sachbeschädigung und ähnlichen Straftaten kommt. Und deshalb wurde heute bei dem Tatverdächtigen durchsucht. Was wirft man ihm vor? Im Detail sind es mehrere Straftaten, die dem Tatverdächtigen zur Last gelegt werden. Ich kann tatsächlich nicht auf jede einzeln eingehen, aber im aktuellen Verfahren geht es um Sachbeschädigung und die Verletzung des Briefgeheimnisses. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, Herr Osman? Was ist das für ein Auftritt? Das ist der Beschuldigte. Ich kenne ihn persönlich noch nicht, genau. Aber schon eine ungewöhnliche Situation, dass ich dann so ein Clan-Mitglied einfach im Interview daneben stellt? Also ich habe damit grundsätzlich kein Problem. Jeder kann sich dazustellen. Das ist gang und gäbe bei anderen Lagen genauso, bei anderen Durchsuchungen, bei Versammlungen. Da steht immer mal irgendjemand mit dabei und hört sich an, was erzählt wird. Von daher ist es für mich jetzt keine ungewöhnliche Situation. Warum stellen Sie sich dazu, Herr Osman? Aufgeben wird Osman wohl nicht.